Schon als Kind haben sie davon geträumt, später einmal Tierarzt zu werden. Nach einem 5-jährigen Studium startet sie mit viel Elan ins Berufsleben. Aber dann kommt der Alltag. Und der bringt nebst viel Freude auch einen Haufen Schwierigkeiten und Überraschungen mit sich. Und der freut sich gleich fest wie Sie. Wir haben 3 junge Tierärztinnen begleitet. Dalix spezialisiert sich zurzeit auf der Notfallstation des Tierspitals Bern in der Spitzentechnologie. Zusammen mit ihrem Team hat sie all die kritischen Fälle, die täglich eingeliefert werden. Im Kanton Watt steht Florence zwischen Rinder und Ross im Bois-Gebiet. Es ist viel Druck gekommen in der Bauernwelt, aber Florence behaltet ihre Ruhe und ihre gute Laune. Nach ihrer Zeit mit Kühen und Schaf im Jura spezialisiert sich Eleonore jetzt auf Kleintiere in Estavayer-le-Lac. Da hat sie jetzt auch viel mit Besitzen zu tun, die extrem an ihren Tieren hängen. Und das sind sie, unsere jungen Tierärztinnen. Im Tierspital zu Bern ist erst gerade die Türen aufgegangen. Aber das Wartezimmer ist schon voll mit verängstigten Patienten, die schön brav warten, bis sie drankommen. Heute ist Alix für die Notfälle zuständig. Sie hat an jedem Patienten Freude, auch wenn jeder Fall anders ist und jedes Tier seinen eigenen Charakter hat. Bitte gerade hierher. Sehr, sehr gestresst ist das kleine Hund. Trotz dem Stress behandelt sie jedes Tier wie einen Einzelfall. Hey, ja, es ist fertig. Hey, super, hast du das gemacht. Ja, bravo! Keine Zeit zum Verschnaufen und schon ist der nächste Notfall da. Ein junges Büsi, das wie ein Häufchen Elend in seinem Käfig hückelt. Jusu ist eine Katze, die von 2 Hunden heftig gebissen wurde, vor 2 Stunden. Sie hat darum eine Wirbelfraktur und Verletzungen am Bauch. Die Laurence, Besitzerin, und Jusu sind noch im Schock. Zwei Hunde sind gekommen. Und sie hat gar nicht verstanden, was Nein, passiert. Nein, sie haben sie an den Haaren gedrückt und sie ist nicht mehr losgekommen. Keine Chance. Okay. Ich habe einen riesen Lärm gehört von Hunden, die bauen. Hey, und hinter einem anderen Tier her war. Und plötzlich habe ich gesehen, dass es ein weisses Klüngeli, eine Katze ist. Und dass es meine ist. Die Laurence hat so verzweifelt ihre Katze retten, dass sie ganz allein auf die Hunde losgerannt ist. Ja, wie verrückt losgeschaut. Und ja, sie sind verklüpft in dem Moment. Mhm. Dass sie losgelassen haben und sie konnte auf den Baum. Ja. Ich glaube, wenn ich nicht gekommen wäre, hätten sie sie zu Tod gebissen. Und sie wäre jetzt auf jeden Fall tot. Ja, Schätzchen, ja. So, so ist es. Wir kümmern uns um sie. Ja, ich mache mir keine Sorgen. Der erste Tierarzt hat Laurence gesagt, sie müsse wählen zwischen Einschläfern und einer teuren Behandlung. Aber natürlich gibt sie ihr Büsi nicht so schnell auf. Komm, sieht sie uns oder reden wir? Fährt sie an schnurren. Sie schlägt uns immer ab. Ja, sie gehört einfach zur Familie. Alix untersucht Jusu ihre Narbe. Der Tierarzt von Aigle hat nach dem Unfall sofort den Bauch über die ganze Länge zugenäht. Am meisten Sorgen macht Alix den Wirbelbruch. Eine falsche Bewegung und Jusu könnte gelähmt sein. Wir müssen sie röntgen. Der Tierarzt von Aigle schreibt sie einen Wirbelbruch. Darum sollten wir sie möglichst wenig bewegen, damit der Bruch nicht noch mehr das Rückenmark beschädigt. Wir schauen also, sie so stabil wie möglich zu haben, damit sie sich so wenig wie möglich bewegen kann. Alix macht verschiedene Untersuchungen und realisiert, wie ernst der Fall ist. Darum will sie das weitere Vorgehen mit der leitenden Notfallärztin Katja besprechen. Er hat die abnormale Rückenposition hier. Und er kann nicht gut laufen. Das ist eine sehr starke Krümmung im Rücken. Man sieht den richtigen Knick in der Wirbelsäule. Also, Riff hat ja auch Motorik für dich. Ein bisschen, ja. Sogar Katja hat Zweifel. Es wirkt stabil. Aber ob sie jemals wieder ein normales Katzenleben führen kann, wie sie das vorher hatte, das können wir jetzt noch nicht sagen. Sie hat auch Pipi gemacht. Das ist gut. Pipi machen ist gut. Das ist tatsächlich ein gutes Zeichen. Es heisst nämlich, dass Rückenmark nicht durchgetrennt ist. Die Jusu wird vorsichtig in ihren Käfig hineingesetzt und Alix läutet am Tierarzt an, der die Bisswunden am Bauch zusammengenäht hat.
Der Tierarzt ist geschlossen, Katja. Der Tierarzt ist geschlossen heute. Ah, er ist alles nicht zu. Da. Ja. Talix muss also eine Diagnose stellen, ohne dass sie weiss, was in dem Bauch genau gemacht worden ist. Sie will den Fall mit verschiedenen Spezialisten anschauen. Zuerst geht sie zum Neurologen. Stell weg. Die Usu kann ihre Pfoten abstellen. Und es sieht aus, als hätte sie noch alle ihre Reflexe. Das ist schon fast wie ein Wunder. Das ist sehr, sehr positiv. Das bedeutet, dass sie an den Pfoten wirklich etwas spürt. Sie kann sie sogar lüpfen und wieder richtig abstellen. Das heisst, das Hirn kontrolliert ihre Bewegungen. Die Verbindung Hirn-Pfoten ist also nicht ganz unterbrochen. Das ist sehr gut so. Mit dieser guten Nachricht geht Alex sofort zu den Radiologen und den Chirurgen. Sie bewegt sich ein bisschen, aber nicht komplett, nur wenig. Sie hat keine grossen Schmerzen und tut selber Urin absetzen und kann den Schwanz bewegen. Ist erstaunlich, ja. Sogar die Spezialistinnen staunen. Die Wirbelsäule ist vom Hundebiss stark deformiert. Das Rückenmark müsste eigentlich total beschädigt sein, aber Jusu zeigt immer noch Reflex. Das müssen wir machen, ja. Das ist ganz interessante Verletzung. Die Chirurgin ist nicht sicher, wie man vorgehen soll. Ich bin nicht sicher, ob es eine Operation braucht, zum Stabilisieren. Ich würde sagen, man probiert es ohne Chirurgie. Ich würde sie in der Box halten. Strikte Ruhe und keine Operation. Bei dieser extrem verletzlichen Wirbelsäule wollen die Ärzte lieber nichts riskieren. Es kann es geben, dass es dir vor der Operation besser läuft als nachher. Mit dem chirurgischen Eingriff kann man eine Entzündung oder ein Ödem auslösen und dann wird es schlimmer dran als vorher. Sie wird sich vielleicht gar nicht ganz erholen. Sie könnte sich erholen, aber sie könnte auch Schwierigkeiten haben, sich zu erholen. Darum, wenn es nicht unbedingt nötig ist, macht man nichts. Bei all diesen Untersuchungen ist die Wunde am Bauch aufgegangen und blüht ein bisschen. Also da mache ich jetzt nur das Nötigste, damit die Wunde nicht noch mehr aufgeht. Eine kleine Klammer und schon ist fertig. Ist ja schon vorbei. Ja, ist gut. Jetzt lasse ich ihn ruhen. Und noch ein bisschen streicheln. Also, ich liebe Katze und die ist noch jung und wirklich herzig. Man sieht, dass sie eingeschüchtert ist. Bei solchen Patienten muss man ganz besonders gut aufpassen, mehr als bei den anderen, damit sie von der Behandlung kein Trauma mitnehmen. Also, schauen wir mal. Jetzt lasse ich dich endlich in Ruhe und bringe dich in deine Box, gell? Komm, ganz ruhig. Endlich kommt Jusu zur Ruhe. Ob sie trotz dem verletzten Wirbel je wieder laufen kann, wird sich erst in ein paar Tagen herausstellen. In der Tierpraxis in Estavayer-le-Lac bereitet man sich auf einen neuen Arbeitstag vor. Noch vor dem Kaffee muss Eleonore verarztet werden. Am Tag vorher hat sie sich bei einer Enthornung mit dem Brennstab am Arm verbrannt. Und jetzt will sie wissen, was ihre Kollegen dazu meinen. Sie haben die beste Laune. Das Morgentreffen mit Kaffee ist ein kleines Ritual in dieser Praxis. Der Reihe nach berichtet alle über ihre Patienten. Und der Olivier, der Besitzer der Praxis, hört genau zu. Ich war beim Alain Gross wegen einer Charolaise-Kuh, die gekinkt hat. Es ist auf der Alp passiert. Dort ist sie ja behandelt worden. Eine Verstauchung? Mhm. Ja, sicher. Das ist eben das Problem mit den Schwergewichtsrindern. Ja, auf jeden Fall. Wenn so 1000 Kilo in ein Maulwurfsloch fallen. Der Austausch ist sehr wertvoll für unsere Veterinärin. Die Kaffeepause ist jetzt vorbei und alle machen sich an die Arbeit. Und schon läutet das Telefon. Ja, hallo, grüezi. Eleonore muss schon gehen. Es gibt einen Notfall in Fresse im Kanton Fribourg. Sie kommt auf einen Betrieb mit grossen Feldern, mit Hühnern und 5 Eseln. Die halten den Besitzer aus reiner Freude, einfach weil er sehr an diesen Tieren hängt.
Ciao. Die Leidenschaft habe ich von meinen Eltern übernommen. Als wir noch Kind waren, haben sie ein Eselbärli gekauft. Wir konnten die Esel reiten oder vor einer Karre spannen. Fast jeden Sonntag sind wir raus mit den Eltern und den Eseln. Seit heute Morgen steht Romana nicht mehr auf und ist voller Verletzungen. Ich habe ihnen heute Morgen, wie jeden Morgen, zu fressen gebracht. Und als ich gekommen bin, ist Romana am Boden gelegen. Ein bisschen weg von den anderen, hat sich hin und her gewälzt. Das macht sie normalerweise nicht. Könnt ihr mir das kurz erklären? Seit gestern ist sie ständig in der Mitte des Parks. Sie ist ja, recht alt. 1993 geboren. 93? Da ist sie 2 Jahre jünger als ich. 25 Jahre. Sie ist immer wieder an einem anderen Ort. Also am Morgen ist sie dort hergelegen, dann dort, dann am Schluss dort. Ich habe mir Sorgen gemacht, weil Esel nie unwohl oder krank sind. Aber wenn sie dann mal wirklich etwas haben, dann ist es dann halt eben meistens doch gerade sehr ernst. Salut, Miss. Der Daniel zeigt der Eleonore die Wunden am Kopf. Er glaubt, dass die Romana von ihren Gespenstern angegriffen worden ist. Kannst du Janka bitte ein bisschen wegführen? Es ist besser, wenn die anderen Esel nicht zu nahe kommen. Als ich gekommen bin, hat sich der Esel am Boden herumgewälzt und hat ausgeschlagen. Sie hat offensichtlich Schmerzen, die unbeschreiblich sind. Sie steht auf und schmeißt sich gerade wieder auf den Boden und wälzt sich hin und her, als ob sie eine Position sucht, die für sie geht. Hat sie gestern noch gefressen? Gestern, ja. Wir haben ihr trockenes Brot gegeben. Und wenn sich ein Esel oder ein Ross auf den Boden wälzt, dann haben sie meistens heftiges Bauchweh. In solchen Fällen muss man Peristaltik ablösen, also die Tätigkeit des Verdauungssystems. Bei Ross und bei Einhufer allgemein sind das 4 Punkte. Und bei einem Punkt habe ich gar nichts gehört. Das ist kein gutes Zeichen. Normalerweise arbeitet das Verdauungssystem permanent. Wenn man nichts hört, dann ist es blockiert. Auf jeden Fall ist etwas nicht gut. Sie ist ein bisschen mager, sie hat abgenommen. Gut, aber sie ist doch schon 25. Ja, das stimmt. Die Romana ist für Daniel verbunden mit ganz vielen Erinnerungen. Schon als ich Kind war, hatten wir die Romana. Sie war immer charakterstark, sehr beweglich und weif. Und wenn man etwas an den Hof wollte machen, dann musste man schon aufpassen. Wir haben auch immer gesagt, sie habe Gummibeine, weil sie sich manchmal so unvorhersehbar bewegt hat. Setz sie schon meine Arme hier. Achtung, ich würde gerne Fieber messen, es geht. Sie ist zwar 25, hat aber immer noch Gummibeine. Du bist aber noch recht stark, Grossi, hä? Der Besitzer hat mich gewarnt, dass sie so aktiv sein können. Voll eins in die Schienbein. Das gibt es noch häufig. Das ist jetzt noch gegangen, weil so ein Esel wiegt maximal 150 Kilo. Das ist nicht so schlimm, weil es kommt darauf an, wie du es verdrehst. Aber wenn ein Ross mit seinen 600 Kilo eine Kolik hat, dann solltest du nicht nachher gehen. Achtung! Oh. Gut. Also, mit diesen Untersuchungen kann ich euch noch nicht viel sagen. Ich gebe ihr jetzt schon mal ein Medikament, um zu schauen, ob es ihr dann besser geht. Und dann nehme ich noch eine Blutprobe. In diesem Alter gibt es einen Haufen Sachen, die nicht mehr so gut funktionieren. Das Herz, die Nieren, die Leber. Mich hat vor allem die Leber interessiert. Ich wollte wissen, ob man das Tier sofort von den Schmerzen befreien soll oder ob man noch etwas Zeit lassen könnte, um eine Diagnose zu stellen und dann eingreifen. Eleonore nimmt noch etwas Blut und gibt dem Tier ein Mittel gegen seine Bauchkrämpfe. Das Nottelefon muss jetzt halt einmal warten. Also, warte. Also, du bist immer im falschen Moment. Immer, ja. Du bist ganz lieb, der Gute. Ganz lieb. Es ist fast vorbei, versprochen. Voilà. Jetzt sollte es dann ein bisschen besser sein, weil dass sie sich so am Boden herumwälzt. Das heisst, ja, dass es gar nicht gut geht. Die Romana kann dort bleiben, wo die anderen Esel nicht ankommen. Eleonore glaubt sowieso nicht, dass die Verletzungen von innen sind. Das ist wegen dem Wälzen tatsächlich. Stundenlang hat sie sich hin und her geworfen und reißt sich dabei ein Fell und die Haut auf. Ich rufe euch später an wegen dem Resultat von Blutprobe. Nach ein paar Minuten geht es der Romana schon besser und sie steht auf. Der Daniel ist sofort erleichtert und kann es nicht lassen, einen kleinen Eselvortrag zu halten. Die Tiere sind extrem intelligent und überhaupt nicht stur, wie man denkt. Ah ja?
Es lässt sie nicht stur. Nein, man muss ihnen einfach ein bisschen Zeit lassen. Sie müssen zuerst überlegen, bevor sie etwas machen. Darum sind sie aber intelligent. Es ist, das ist ein Tier, das immer ein bisschen Zeit braucht. Es hat eine gewisse Intelligenz. Bevor sie etwas unternimmt, analysiert es die ganze Situation. Es sieht einfach ein Befehl aus, was man sagt. Voilà. Darum sehe ich das als Kompliment, wenn man jemanden sagt, sie gehen es auf. Ja. Also, dann wieder im Kanton Watt fährt Florence zur Zwergeis Merlin. Die Besitzerin hat am Körper Rötungen festgestellt und hat Angst, es könnte eine Infektion sein. Florence will die Geis untersuchen. Aber zuerst muss man sie einmal fangen. Also komm! Ja, also, schauen wir mal. Ja. Sie kratzt sich sonst nie unter dem Bauch und manchmal am Haken, aber das machen ja alle Geissen. Und schon ist klar, was los ist. Da sieht man es gut. Sehen Sie die Viecher? Ja, das wimmelt ja Hennen. Der Merlin ist voller Läuse. Das Problem ist, dass sicher auch die anderen zwei Geissen befallen sind. Wir müssen alle drei behandeln. Ich hole schnell das Medi, okay? Ich komme gerade wieder. Und ich muss sie haben. Kommen Sie schnell wieder, weil sonst ist die weg. Aber dann läutet schon das Telefon. Es geht um eine Kuh, die am Kalbern ist. Ist das Fruchtwasser schon abgegangen? Das Wasser hat sie schon vor über einer Stunde verloren. Ja, gut. Ja, ich komme herbei. Das ist ein Notfall. Florence darf keine Zeit verlieren und muss die drei Geissen so schnell wie möglich behandeln. Ja, also, die kleine Spritze im Haus. Einmal. Hey! Zweimal. Sodeli. Das sehen wir auch. Aber die dritte Geiss will sich einfach nicht stechen lassen. Florence hat es brisant. Sie hat jetzt keine Zeit zum Fangen zu machen. Da braucht es die Hilfe vom Schwiegervater. Er soll die Geiss einfangen. Jetzt geht es rein. Ja. Jetzt hat es geklappt. Oh, jetzt tu nicht so. Ja, nachher geht es so viel besser. Ist doch nicht lustig mit den Läusen. So, jetzt haben wir es. Gut. Also, ade. Ja, also, ade. Guten Nachmittag noch. Jetzt muss sie sofort weiter. Eine Kuh braucht sie dringend. In Moron, im Kanton Fribourg. Der Landwirt Gerald macht sich Sorgen, weil seine Kuh Kamasutra ihr Kälbchen nicht auf die Welt bringt. Das ist nicht ihre erste Geburt, aber das mal geht gar nichts, wie es sollte. Florence weiss, wenn ein Bauer ihr anläutet, dann ist es meistens schlimm. Jede Abraubung ist wieder anders. Die Situation ist jedes Mal unvorhergesehen. Man muss immer wieder neue Lösungen finden. Alle Szenarien sind immer denkbar. Florence kann auf den Gerald zählen. Ein bisschen Wasser. Es hat schon ein bisschen Wasser drin. Na gut, dann gehen wir. Der Bauer hat Erfahrung mit Abkalbern. Ich bin mit der Hand rein abtasten, wie es liegt. Da habe ich die beiden Läufe und den Kopf gespürt. Mir war es zwar so, als ob es etwas schief liegt, aber so, dass es okay ist. Nach dem Melken und am Mittag bin ich schauen, habe gemerkt, nein, jetzt ist es zu lang, über zwei Stunden, jetzt muss ich anrufen. Hat sie schon ihre Wehen gehabt? Keine Wehen, eben nicht. Darum ist der Gerald beunruhigt. Wenn eine Kuh nicht presst, gibt es meistens Komplikationen. Bleib ruhig. Aber auch in Krisensituationen hat Gerald immer einen Witz parat. Oh. Ein Kälbli, ja? Ein Kälbli, ja. Meinst du nicht, man könnte... Aber es liegt falsch. Liegt verkehrt. Es ist auf der Seite gelegen und nicht gerade. Darum konnte die Kuh nicht rauspressen. Wenn das Kalb nicht gerade ist, hat die Mutter keine Wehen und bringt es nicht allein raus. Wenn man nichts macht, könnten das Kalb und die Mutter sterben. Florence muss etwas unternehmen, hat aber ein kleines Problem. Ich bräuchte... Machst du ein Seil? Nein. Ein Faden? Nein, etwas, dass ich etwas höher bin. Soll ich dich rufen? Und ich bräuchte auch noch einen Kessel. Dank dieser kleinen Hilfe kommt sie jetzt richtig gut an. Ah ja,
gut, perfekt. Hinter seinem Humor steckt eine grosse Erwartung an Florence. Sie hat Schicksal von seinem Kalb in der Hand. Aber helfen? So muss man kommen. Nein, jetzt liegt sie da. In einem Griff hat sie das Kalb umgedreht. Jetzt ist es drum nicht gegangen? Ich. Ist es drum nicht für sie gekommen? Er ist nicht gerade gsi. Der Gerald ist erleichtert. Hey, Anton. Die sind kompliziert, hä? Auf die Welt gekommen ist eine Kunst. Der erste Fehler, den wir machen, ist auf die Welt gekommen. Ja, er ist ein sehr sympathischer Klient. Man fühlt sich immer wohl mit ihm. Und er ist nie gestresst. Egal, was kommt. Die erste Hürde wäre geschafft. Aber jetzt muss das Kalb noch zum Bauch rauskommen. Und das ist keine einfache Sache, weil Kamasutra immer noch nicht pressen will. Komm schon, press! Florence und Gerald könnten Kamasutra noch so gut zureden. Das Kälbli macht keinen Wank. Ich probiere, den Kanal mit den Händen freizulegen, damit die Kuh keine inneren Verletzungen hat und alles gut geht. Es sollte ja möglichst schnell gehen, damit das Kalb auch lebendig auf die Welt kommen kann. Möglichst schnell. Aber ein Kalb auf die Welt bringen, wenn die Mutter nicht presst, ist die reinste Tour der Fachs. Nochmal pressen und dann ziehen. Nicht loslassen. Nein, pressen. Florence und Gerald ziehen mit aller Kraft. Das Kalb bleibt stecken, weil es besonders gross ist. Alles! Kamasutra kann fast nicht mehr. Aber dann endlich. Ich wollte das Kalb bleiben heben, damit es nicht ab und ab geht. Dabei sind wir den Beinen gefallen, aber das ist nicht schlimm. Zum Glück ist nichts gebrochen. Und die Mutter kann kaum warten, ihr das Kleine zu sehen. Es ist urschön. Hey. Voilà. Ja. Hast du die Ketten schon zurückgetan? Nein, noch nicht. Wo sind sie denn? Na, da hinten. Es ist schön, so ein lebendiges Kalb rauszunehmen. Wunderbar. Nicht jedes Mal lebendig, gell? Ja, es kommt vor. Der Gerald ist froh. Für einen Züchter ist jede gelungene Abkalberung ein Erfolg und stärkt das Gleichgewicht vom Hof. Ist schon so im Dorf, ja? Ich bin der Letzte, der Kühe hat. Es gibt noch einen anderen, der hat zwei. Aber alle anderen haben es aufgegeben. Es ist schon ein harter Beruf, nie Ferien. Jede gute Nachricht ist da besonders willkommen. Florence muss weiter. Es warten noch andere Tiere auf sie. Im Tierspital zu Bern hat Alix ein Gespräch mit Laurence. Ihre 7 Monate alte Katze Yuzu ist von 2 Hunden schwer gebissen worden und riskiert eine Lähmung wegen einem Wirbelsäulenbruch. Also ja, sicher. Ja, nehmt doch bitte Platz. Wir haben uns für eine konservative Behandlung entschlossen. Das heisst, wir machen keine Operation für die Stabilisation. Darum bleibt eure Katze noch ein Weile bei uns. Jede Bewegung ist immer noch heikel wegen der Wirbelsäule. Und es könnte tatsächlich einfach es könnte zu einer schlimmer werden. Genau. Auf jeden Fall. Darum ist es besser, wenn sie noch ein bisschen hier bleibt. Es geht wirklich gut. Sie ist super lieb, ganz herzig. Ja. Planet ist keine Operation. Aber vielleicht morgen oder übermorgen. Das Risiko ist immer noch da. Eigentlich müssten die Besitzer der Hunde, die die Yuzu angegriffen haben, für den Spitalaufenthalt zahlen. Aber das waren streunende Hunde. Und habt ihr herausgefunden, wenn die Hunde also, gehören? Die Hunde haben wir gefunden. Sie sind identifiziert worden. Mhm. Ja. Sie sind französische Hunde. Mhm. Auch ihre Besitzer. Das sind Leute, die für die Weinlese da sind. Okay. Die Frage ist leider, ob die überhaupt zahlen können. Mhm. Ja. Die haben ja keine Haftpflichtversicherung wie wir. Ich weiss es nicht. Wenn man weiss, wie die Hunde leben. Gestern beim Anzeige machen habe ich gehört, dass sie auch schon Schafe gerissen haben. Besitzer gehen arbeiten und lassen ihre Hunde einfach auf der Strasse rumstreuen. Das macht mich schon hässig, ja. Ich meine, das könnte ja an einem Kind passieren. Nicht nur an einem Tier. Also, das ist schon schlimm.
Das Schlimmste ist jetzt vorbei. Die Neuigkeiten von der Alix dienen der Laurence gut. Seit gestern hat sie nämlich schon etwas durchgemacht. Kommen gut heim. Gestern hat es fest wehgetan. Ich dachte, dass ich die Hinterbeine nicht mehr bewegen kann. Jetzt höre ich keine Operation. Ganz ruhig. Die Wirbelsäule wird stabilisiert. Auf jeden Fall positiv überrascht. Ich bin erleichtert, dass es unserer Katze etwas besser geht. Voilà. Die Yuzu wird weiter untersucht. Ja. Sie müssen abklären, ob die Bauchwand durchgebissen worden ist. Hundezähne sind voller Bakterien. Sollte der Bauchraum infiziert sein, würde das die Katze nicht überleben. Ja. Weil die Wirbelsäule immer noch sehr instabil ist, nimmt sich Alix Zeit, um die Yuzu zu beruhigen. Sie schnurrt, aber nicht, weil sie zufrieden ist. Ja, sie ist sehr, sehr gestresst. Die Pupillen sind komplett aufgegangen. Sie zittert auch ein bisschen, obwohl sie keine Schmerzen hat. Das ist ein riesiger Stress. Hey, du. Ein grosser Stress. Wir müssen aber schauen, dass sie sich entspannt, weil sehr ruckartige Bewegungen ganz schlecht sind für den Rücken. Gell, Yuzu? Jetzt wird Yuzu noch mal geröntgt. Wir wissen nicht, was der Tierarzt gemacht hat. Ob die Hundebiss durch die Bauchwand durch sind oder nicht. Auf dem Röntgenbild sieht man leider nicht, ob die Hundezähne die Bauchwand perforiert haben. Darum gibt es jetzt auch noch einen Ultraschall. Das Kätzchen hat sich schon an Alix gewöhnt, wo sie keine Minuten allein lässt. Das sieht subkutan aus. Die Hundezähne sind also doch durch die Bauchwand durchgedrungen. Jetzt muss die Yuzu sofort in die Chirurgie. Die Katze kommt sofort in die OP. Frau Dr. Vincenti kommt sofort. Jetzt muss es schnell gehen. Der Hundebiss im Bauch bringt die Yuzu in Lebensgefahr. Sie können eine ganz schlimme Infektion im Bauch verursachen. Und dann, die Infektion kann natürlich auch die Organe betreffen. Und die ganze Katze kann wirklich sehr krank werden bis zum Tod. Im schlimmsten Fall. Die Operation dauert eine Stunde. Sie untersuchen das Bauchinnere, reinigen es und nähen es wieder sauber zu. Neben dem zugenähten Biss hat das Ärzteteam nochmals zwei Wunden in der Bauchwand gefunden. Aber zum Glück ist kein Organ verletzt. Die Yuzu kommt in die Überwachungspflege, wo die Alix schon ungeduldig auf sie wartet. Drainage. Mhm. Hauptdrainage. Sonst ist alles stabil. Okay, ja. Super. Vielen Dank. Die Operation hat die Yuzu ziemlich hergenommen. Später kommt Alix noch mal schauen, wie es ihr geht. In Estavayer-le-Lac läutet Eleonore einen Besitzer von der Romana an. Das ist der Esel, der sich am Boden wälzt. Grüß euch, da ist Eleonore von der Tierpraxis. Grüß euch, ich läute auch weg. Der Romana. Also, das Resultat der Blutprobe sagt eigentlich nichts, wo erklärt, wieso sie so zu Weg ist. Das Blutbild ist normal, aber der Daniel ist sehr beunruhigt. Die Romana rührt sich immer noch ständig am Boden und wälzt sich hin und her. Wenn ihr ganz sicher sein wollt, müsst ihr das vielleicht doch noch Spezialisten anschauen. Die Romana muss notfallmäßig ins Tierspital auf Bern, aber das kostet. Will Daniel wirklich das Kessel leeren für einen 25-jährigen Esel? Das Tier ist uns ans Herz gewachsen. Ein Esel kann zwischen 20 und 40 werden. Sie kann noch selber aufstehen und rumlaufen. Und das ist das Entscheidende für mich in diesem Fall. Ich sage mir, solange sie das noch kann, ist es vielleicht doch nicht so schlimm. Wenn er meint, sie hätte noch eine Chance, dann rate ich ihm, das zu machen, weil das gehört auch zu unseren Aufgaben. Wir wollen ja Leben erhalten, nicht abkürzen normalerweise. Umso schöner, wenn die Leute motiviert sind. Eleonore läutet ins Tierspital an. Ja, könnte ich mit den Zuständen sie erklärt den Fall am Arzt zu Bern. Ja, super. In dieser Zeit ladet Daniel mit seinem Angestellten Romana in Anhänger. Dass Tiere in diesem Zustand herumfahren, ist nicht schön.
Für mich ist wichtig, dass ein Tier nicht leiden muss. Natürlich stellt sich für mich bei so einer Transportfrage, kann man ihr überhaupt noch helfen? Oder hat sie so hinten im Anhänger nur noch mehr Stress und Schmerzen, die nicht gut tut? Ist echt die Fahrt doch zu viel für die Romana? Sie wälzt sich am Boden, dann steht sie auf und läuft rum. Nein, sie hat kein Fieber. Ja, es könnte Kolik sein. Sie ist 25. Der Blutzuckerspiegel ist hoch. Ja, sie ist recht klein. Bisher hat er eine Meningitis auf Nixin gegeben. Am 6. ist Daniel in der Rossklinik vom Tierspital Bern. Noch schnell schauen, wie es der Romana geht. Salut, Romana. Sie hat die Reise überstanden. Hey. Geht ihr gut, zum Glück. Letztlich. Grüß euch. Nico Ledermann. Daniel Wöger. Sie sind mit dem Esel da. Deselin, ja, also, die Romana. Wunderbar. Sie können sie in dem Fall schon mal anmelden gehen. Ja. Und in der Zwischenzeit tun wir mal den Esel abladen. Dort hinten bei der Esel? Genau. Ich will Romana ja, anmelden. In dieser Zeit hat die Tierärztin noch im Anhänger rein, schon erst die Untersuchung gemacht. Es ist alles wirklich sehr schnell gegangen. Ja, also es hat mich überrascht, dass das alles fast schneller als bei Menschen gegangen ist. Hat sie die Haie auch schon so gemacht? Schon nach dem Ablosen haben die Tierärzte grosse Bedenken. Die Romana schlägt vor lauter Schmerzen gegen die Wand des Anhängers. Sie braucht sofort ein Schmerzmittel. Der Daniel kommt zu rennen. Ich habe sie gerade jetzt sediert. Sie kann unmöglich jetzt aufstehen. Der Blutkreislauf ist unglaublich schlecht momentan. Man muss die Romana schnell ausladen. Es geht ihr immer schlechter. Im Bauchraum hat sich Flüssigkeit angesammelt. Im Tierspital wird als erstes eine Ultraschau gemacht, um zu schauen, wie es im Bauch aussieht. Und ja, in diesem Fall musste man leider feststellen, dass die Situation hoffnungslos ist. Da kann man nichts mehr machen. Ja. Es ist am Daniel, so okay zu geben, um die Romana von ihren Schmerzen zu befreien. Da ist sie in guten Händen, das weiss er. Die Ärzte und alle, die dabei waren, behandeln das Tier mit Respekt. Und das ist entscheidend für mich. Bis zur letzten Minute soll das Tier unsere Achtung spüren. Bis zu der letzten Minute war Daniel bei seiner Eselin und konnte sich von ihr verabschieden. Ich habe ihr alles Gute gewünscht. Mich bedankt für unsere gemeinsame Zeit. Ja. Da kann man echt sagen, wir haben alles gemacht, was wir können. Wir haben nicht aufgegeben, wir haben sie zum Spezialist gebracht. Der hat sie sofort operiert. Ja, man hat schon immer das Gefühl, man hätte versagt. Das stimmt halt schon. Aber wenigstens müssen wir nichts bereuen. Der Daniel hat gemacht, was er konnte. Er als Landwirt hat immer wieder mit Leben und Tod zu tun. Trotzdem tut es immer weh, wenn man sich von einem Tier verabschieden muss. Ich glaube, man kann sich nie daran gewöhnen, sich von einem Tier oder überhaupt von einem Lebewesen zu trennen. Da muss Zeit vergehen, um das zu verdauen, ein Geliebtes-Wesen zu verlieren. Mit jedem Tier hat man eine andere Beziehung. Wahrscheinlich müssen wir eben lernen, dass auch das zum Leben gehört. Es ist 8 Uhr am Morgen. Im Tierspital zu Bern macht Alix wie immer ihre Patientenrunde. Hey, ja. Komm du ein bisschen essen? Ja, ich komme jeden Tag vorbei, am Morgen und am Abend. Ich streichle ein bisschen, schaue, wie es mir geht. Das mache ich eigentlich nicht wirklich aus medizinischen Gründen. Ich komme mehr aus Freundschaft. Die Juso ist ihr besonders ans Herz gewachsen. Das anhängliche Büsi ist von zwei streunenden Hunden angegriffen worden. Jetzt darf es wieder heim. Aber vorher will unsere Tierärztin noch einmal mit ihr schmusen. Ich glaube, alle, die in diesem Beruf sind, lieben Tiere. Nur sehen wir sie leider vor allem dann, wenn es ihnen nicht gut geht. Darum müssen wir
die Momente auch ausnutzen, wo es noch etwas besser geht und sie auch etwas geniessen. Sonst ist es frustrierend schon, ja. Aber ja, wenn man das sieht, motiviert es einen wieder. Es fehlt mir jetzt schon. Ich habe das Kätzchen oft besucht, weil ich lange bin geblieben. Andererseits weiss ich natürlich, dass es nicht im Spital bleiben kann. Ihm ist es bei seiner Familie viel wohler. Auf dem Parkplatz vor dem Spital kommt uns eine strahlende Katzenbesitzerin entgegen. Vor 5 Tagen hat sie ihre Katze mit einem Wirbelsäulenbruch und tiefen Bisswunden gebracht. Jetzt, nach einer Operation und 5 Tagen Spitalaufenthalt, kann sie ihre Yuzu endlich wieder mit heimnehmen. Ich bin überglücklich. Ja, 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 sehr. Es ist eine grosse Erleichterung. Ich bin wahnsinnig froh und glücklich. Hey. Ein Problem gibt es noch. Die Laurence weiss immer noch nicht, ob die Besitzer dieser Hunde, die ihre Katze angegriffen haben, für die Spitalkosten aufkommen. Ich und meine Tochter haben ein bisschen umgefragt und herausgefunden, wem die Hunde wirklich gehören. Leider waren die Leute gerade am Abreisen auf Italien. Jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe, die übernehmen die Rechnung. Aber eben. Sie sind jetzt abgereist und seit 2 Tagen bekomme ich keine Antwort auf meine SMS. Darum zweifle ich. Aber eben. Alex gibt noch letzte Instruktionen, wie es weitergeht mit der Behandlung. Und die ist nicht lustig. Man muss sie für 8 Wochen noch sehr ruhig halten, wegen der Wirbelsäule. Das hat man euch ja erklärt. 8 Wochen im Käfig, die sogenannte Käfigtherapie. Die Katze kann sich nur in einem kleinen Käfig bewegen. 3 Schritte bis zum Futter, 3 Schritte bis zum Kistchen. Viele Streicheleinheiten der Besitzer, klar, es ist temporär, zum Glück. Es ist absehbar. Für die Katzen mühsam, die normalerweise rausgehen. Also, dann könnt ihr sie jetzt mitnehmen. Die ist so anhängig. Es ist Zeit zum Adieu sagen. Aber eben. Dann geben ihr Bescheid. Gut. Sicher, merci vielmals. Also, ciao, liebe Yuzu. Es ist immer schön, wenn sie wieder nach Hause gehen können, aber es ist... Der hängt gleich auch. Ja, sicher. Glaube ich. Vor allem... Kann ich verstehen. Absolut. Wenn sie so herzig sind. Ich komme gut heim und rufe an, wenn irgendetwas ist. Ade. Merci vielmals. Genau darum habe ich diesen Beruf. Genau für solche Patienten lohnt es sich, jeden Morgen aufzustehen, herzukommen und zu arbeiten. Es sind natürlich nicht alle so freundschaftlich wie jetzt der Yuzu, aber wenn jemand einmal ein Tier uns eine gewisse Zuneigung zeigt, wird es einem warm ums Herz. Adieu, Frau Bürgi. Nach 8 Wochen meldet sich Laurence wie versprochen. Die Yuzu hat sich bestens erholt. Aber die Hundebesitzer haben nicht mehr von sich hören lassen und Laurence hat die Rechnung von 2'000 Franken selber gezahlt. Florence ist schon wieder unterwegs zum Gerald. Gestern hat seine Kuh Kamasutra ein Kalb auf die Welt gebracht. Das steht schon gesund in seiner Box. Sorgen macht ihm heute die Mutterkuh. Er hat das Gefühl, sie habe Fieber. Salut! Hoi, wie geht's? Gut. Kamasutra läuft unruhig in ihrer Box um. Wollen wir sie hier nicht tun? Bringen wir schon her. Wenn man eine Kuh von ihrem Jungen trennt, kann sie recht aggressiv werden. 39,6. Ich gebe ihr ein Entzündungshemmer. 39,6. Das ist ein bisschen höher als normal. Die Körpertemperatur von einer Kuh ist normalerweise bei 38,5. Der Gerald hat also recht gehabt. Aber woher das Fieber kommt, das muss Florence zuerst herausfinden. Hast du sie heute Morgen gemacht? Ja. Hat sie Milch gegeben? 3 bis 4 Liter. Nächte auch. Ich habe sie nicht ganz gemacht. Mhm. Das sind wichtige Informationen für Florence, um eine Diagnose zu stellen. Der Gerald hätte da aber auch noch eine Idee. Vielleicht ist die Mutterkuh nicht abgegangen und darum hat sie Fieber. Mhm. Der Gerald denkt, seine Kuh sei vielleicht noch nicht sauber. Nach der Geburt hat sie den Mutterkuchen abstoßen. Der Gerald hat ihn überall gesucht, aber nichts gefunden. 12 bis 24 Stunden nach dem Kalben muss die Hülle, wo das Kalbli drin war, ausgeschieden werden. Wenn die Nachgeburt nicht abgeht, kann es eine Gebärmutterinfektion geben. Dann gibt es Fieber oder andere Komplikationen wie eine Labmagenverlagerung oder eine Blutvergiftung. Das ist ja gut und schön, aber... Oh, Moment. Ja, sie ist super. Ist sie super? Na gut, sie hat sich alles aufgefressen. Sie hat es gefressen. Der Mutterkuchen ist also doch abgegangen. Aber er ist nicht lange im Stroh liegen geblieben. Voilà, das haben wir.
Manchmal frisst das Muttertier seine Nachgeburt, wenn sie abgestoßen ist. Darum weiss der Züchter manchmal nicht, ob die Kuh wirklich sauber ist. Ganz ruhig. Kann ich rauskommen? Ja. Hä? Also. Wenn es nicht an der Gebärmutter liegt, könnten die Sitze entzündet sein. Eine akute Mastitis. Das gibt es viel nach dem Kalbern. Hey. Darum möchte Florence die Sitze kontrollieren. Aber Kamasutra lässt sie nicht an sich her. Wow! Wow! Ruhig bleiben. Gestern war es ja so gleich lieber. Du bist wirklich nervös. Ich halte ab Zucker. Florence braucht ein bisschen Milch, um zu schauen, ob sie einen Infekt hat. Der Gerald macht sich echt Sorgen. Ist alles okay? Was denkst du? Das gefällt mir nicht. Gar nicht. Fieber heisst Infektion. Prinzipiell, aber meistens. Manchmal ist die Leber kaputt. Dann muss man ein paar Tage nach dem Kalben töten. Das klingt nicht gut. Man muss sie kürzer anbinden, weil sonst wird sie... Florence traut der Kamasutra nicht. Sie ist viel zu unruhig und es braucht nicht viel, dass ein Unfall passiert. Hey! Ich bin mir gewöhnt mit Tieren, die sich kaum halten. Aber es ist schon wichtig, dass sie gut angebunden werden. Ja, damit mir nichts passieren kann. Aber auch fürs Tier. Sie sollten mit einem Halfter möglichst kurz angebunden sein. Dann können sie sich nur wenig bewegen und wir können besser arbeiten. Ist gut? Ja. Trotzdem hat Florence mit ihrer Milchentnahme Mühe. Ein paar Sekunden und dann ist schon wieder vorbei. Ist es? Ja, ist okay. Alles, was ich brauche. Ja. Und das Ergebnis? Aber es war nicht einfach. Ja. Es ist leicht positiv. Es ist normal nach dem Kalben. Ja, das ist so, wenn man das erste Mal wieder melkt. Zum Glück. Aber ich lasse noch mal. Keine akute Mastitis. Das heisst, das Fieber kommt nicht von einer Infektion. Ja, komm. So. Das Fieber ist nicht hoch und ich nehme an, das kommt von ihrer Nervosität. Das ist normal. Wenn ein Tier unruhig ist, steigt die Temperatur. Infektionen habe ich keine gefunden. Darum habe ich ihr ein entzündungshemmendes Mittel gespritzt. Das hilft auch gegen Schmerzen. Weil sie ja gestern doch eine relativ schwere Geburt hatte. Und das wird ihr gut tun. Also, ist gut. Ja, probieren wir es. Stichst mir einfach nicht ins Bein, gell? Die ist vorbei. Der Gerald ist beruhigt und hat schon wieder einen Witzbart. So. Das tut ja gar nicht weh. Ich spüre nichts. Ja, also. Sehr gut. Dann hätten wir es. Das Fieber kommt also von der schwierigen Geburt und von der Trennung von ihrem Neugeborenen. Du hast noch mal Fieber messen und meldest dich, falls etwas... Ja, ja. Wenn sie morgen noch Fieber hat, etwas wäre, ja, genau. Ja. Aber ich glaube, jetzt soll es runtergehen. Der Kamasutra geht dank dem Medikament bald besser. Es ist Abend geworden, 7 Uhr, und Florence hat endlich Feierabend. Ja, der Arbeitsrhythmus ist recht schwierig. Manchmal schafft man mehrere Tage nacheinander und hat noch dazwischen Nachtschicht. Das ist schon viel. Freizeit bleibt einem ja nicht, um irgendwie Sport zu treiben oder ein Hobby zu pflegen. Aber wenn ich mit Tieren zu habe, dann bin ich sehr glücklich. Das Leben eines Tierarzt folgt dem Rhythmus der Natur und ist prägt von Geburt, Tod und Krankheit. Ein Leben, wo man viel mit Menschen und Tieren zusammenkommt. Ein Leben, wo man aus Leidenschaft wählt. Und nächste Woche? Komm, Jessie. Eleonor findet heraus, warum der Beagle von Vivienne an seinem Hinter ein Problem hat. Ich habe gesehen, dass sie mit dem Vögel am Boden rutscht. Das habe ich einfach komisch gefunden. Das Problem ist an sich banal, aber sehr schmerzhaft. Ich habe ein Loch am Ort entdeckt, wo kein sollte sein. Jessie muss operiert werden. Im Tierspital Bern wird ein kleiner Rassehund mit dem Namen Diva eingeliefert. Die Besitzerin Carina hängt sehr an der Diva. Alles dreht sich um sie. Sie ist mein Leben. Sie befürchtet, Diva könnte schwer krank sein. Das ist gar kein gutes Zeichen. Ja. Und Florence? Also, mich an. Operiert Jamila im Stall. Die Kuh hat ein Magenproblem, das man nur so behandeln kann. Leg jetzt nicht ab, jetzt können sie nämlich ablegen. Jamila spürt nichts.
Und doch ist das ein Eingriff, der sehr präzise sein muss.